Our next speaker is Professor Oether. Er ist Professor für öffentliches Recht, Völkerrecht und Europarecht an der Universität Hamburg und war Referent am Max-Planck-Institut in Heidelberg. Er zählt zu den namhaftesten deutschen Völkerrechtlern und ist Vorsitzender im unabhängigen Expertenkomitee des Europarates für die Europäische Charta der Regional- und Minderheitensprachen. Vielen Dank für die Einladung. Lassen Sie mich mit zwei Vorbemerkungen starten. Peter Hilbert hat mich gebeten, auf Deutsch vorzutragen, zumindest ansatzweise die Sprachensymmetrie zu wahren. Obwohl die versuchen, wo es ist, jetzt auch ins Englische zu fallen, aber ich werde mich dran halten. Und die andere Bemerkung ist, ich bin jetzt kein Experte der Kurvenfrage. Ich habe mich intensiv mit Fragen der kulturellen Diversität des Minderheitenschutzes, der Selbstbestimmung, der Autonomie beschäftigt. Mit den Kurden habe ich mich erst in der Vorbereitung des Referates intensiver beschäftigt, aber auch festgestellt, es gibt auch kaum Experten der Kurdenfrage, der Juristen. Die gibt es unter Soziologen, die gibt es unter Soziolinguisten, die gibt es in bestimmten Umfang auch unter Historikern. Das juristische Schrifttum zu dem Fragenkreis ist sehr dürftig. Wahrscheinlich einer der Gründe, warum Peter mich gebeten hat, zu dieser Frage zu sprechen. Ganz kurz, oder ich kann starten eigentlich mit einer Bemerkung, auf einer Tagung im Dezember Herfried Münkler, ein bekannter deutscher Politikwissenschaftler, Zeithistoriker, in Anknüpfung an ein sehr lesenswertes, neues, großes Opus Magnum zum Ersten Weltkrieg formuliert hat, nämlich, dass einer der großen tragischen Verlierer des Ersten Weltkriegs die Kurden gewesen sei. Den Kurden hat man während des Krieges große Versprechungen gemacht und dann in der, man kann sagen, in der geopolitischen Neuordnung des Nahen Mittleren Ostens, die dann nach 1918 stattfand, wenn ich das etwas drastisch formulieren kann, hat man sie den Nation-Building-Projekten des türkischen arabischen Nationalismus zum Fraß vorgeworfen und mit dem Ergebnis, dass staatliche Organisationsstruktur dieses Raumes bis heute eine schwerende Wunde hat und diese schwerende Wunde hat im Grunde auch eine lange Blutspur durch die Geschichte des 20. Jahrhunderts gezogen. Das fängt an mit großen Kurdenaufständen im Irak in den 20er Jahren, die von den Briten sehr brachial unterdrückt worden sind. Das geht weiter mit kurz danach einem großen Kurdenaufstand in der Türkei, der von Atatürk und der türkischen Armee mit Zehntausenden Toten und großen Massendeportationen unterdrückt wurde. Und es zieht sich, das ist Ihnen vielleicht noch präsent, jedenfalls den Älteren, zieht sich auch dann ins späte 20. Jahrhundert hinein. Die Kurdenaufstände im Irak in den 80er, frühen 90er Jahren, die Versuche Saddam Husseins, einer Endlösung der kurdischen Frage mit dem Symbolpunkt des Giftgasangriffes in Halabja und der Guerillakrieg der PKK gegen die türkische Armee, der auch, man kann sagen, einen Blutzoll in Höhe von Zehntausenden Toten gefordert hat. Diese Situation hat sich in gewissem Umfang verändert mit, man kann sagen, Beginn der Jahre 1991. Wir haben die Herausforderung einer zunächst faktischen Autonomie der Kurden im Nordirak im Kontext der Neuordnung des Irak nach der amerikanischen Invasion 2003. Oder nee, beziehungsweise wir haben es erstmal nach 1991, nach der ersten amerikanischen Intervention 1991, also quasi dem Zurückdrehen der Besetzung von Kuwait, der Kurdenaufstand, die Einrichtung der Nordfleisens und dann von der, die Entstehung einer faktischen Autonomie und nach 2003, also der staatlichen Neuordnung nach der Invasion 2003, dann auch eine institutionelle Verankerung im irakischen Verfassungssystem, allerdings mit relativ vielen offenen und im Teil auch nicht geklärten Fragen, die etwa die Frage der Einkommensverteilung, vor allem des Zugriffs auf die Ölressourcen, ist in diesem Verfassungssystem bis heute sehr stark befangen. Wir haben im Kontext der Friedensverhandlungen zwischen türkischer Regierung und PKK in den frühen 2000er Jahren, für
die man im Zusammenhang mit der EU-Erweiterung und den Beitrittsverhandlungen mit der Türkei sehen muss, der Versuch der türkischen Regierung, letztlich auf dem Verhandlungsweg, nachdem man an Öcalan gefangen genommen hatte, eine Lösung zu finden. Gegenstand, wir wissen nicht viel über die Verhandlungen, aber Gegenstand war, und das können wir aus Äußerungen von Herrn Öcalan ableiten, auch kurdische Vorstellungen einer Autonomiekonstruktion innerhalb der Türkei. Diese Verhandlungen sind inzwischen, muss man sagen, im Moment weitgehend tot. Ich will da jetzt nicht über die Gründe spekulieren. Ich habe in der Vorbereitung einen interessanten politikwissenschaftlichen Aufsatz, der eigentlich aus den Europastudien kommt, gelesen über das Verhältnis von Beitrittsprozess und innertürkischen Reformen und wo man zumindest alle überhaupt was eine Kausalitätsbeziehung ist, darüber streiten die Politikwissenschaftler, aber zumindest eine starke Koinzidenz von, man kann sagen, entschwindender Perspektive eines, man kann sagen, halbwegs zeitnahen Beitritts auf der einen Seite und einem Alarm des Reformprozesses in der Türkei auf der anderen Seite sehen kann. Und in dem Kontext kommt dann noch die Wiederaufnahme der Gewalt durch die PKK dazu, die letztlich diesen Prozess, jedenfalls den Gesprächsprozess, tendenziell zum Entgleisen gebracht hat. Allerdings hat es eine starke Abmilderung der Diskriminierung, also der rechtlichen Diskriminierung der Kurden innerhalb der Türkei gegeben. Und wir haben als letzte Entwicklung, als Nebenfolge des Bürgerkriegs in Syrien, die faktische Bildung einer, man kann sagen, faktischen Autonomieregion oder drei autonomer Kantone in Nordsyrien erlebt. Ergebnis ist also, wir haben erste Ansätze einer kurdischen Eigenstaatlichkeit. Im Moment als, man könnte die kurdische Region im Nordirak als einen de facto weitgehend unabhängigen Staat begreifen, der allerdings völkerrechtlich noch mediatisiert ist unter der, man kann sagen, unter der Souveränität des Irak. Es stellt sich die Folgefrage, wo soll der Prozess eigentlich weiter hingehen? Was sind die normativen Leitmarken? Das ist der erste Schritt, den ich jetzt unternehmen werde. Der zweite Schritt dann die Frage nach Autonomie als Lösung. Der dritte die Frage, gibt es darunter, weil vieles davon relativ illusorisch ist, realpolitisch zumindest minimal Lösungen. Ganz kurz, ich hätte da eigentlich größte Bestimmung der Kurden über diesen zweiten Block hin drüber schreiben müssen. Ein häufig anzutreffendes, da kann ich anknüpfen an das, was im Vormittag gesagt wurde, ein häufig anzutreffendes Verständnis des Selbstbestimmungsrechts in Anschluss an die Semantik vom Selbstbestimmungsrecht der Völker läuft auf ein Recht auf Gründung eines eigenen Staates dieser Völker hinaus. Folge wäre, wenn man das, wenn man da so, man kann sagen, weitgehend postuliert, wie es etwa die russischen oder jedenfalls die meisten der russischen Kollegen, die ich kenne, in Diskussionen über die Krim getan haben in jüngster Zeit, Folge wäre, dass die Kurden einen Claim auf Gründung eines eigenen Staates hätten. Ich nenne das in der Folge, in dem Folgeabsatz, ein naives Grundverständnis. Denn gegen dieses naive Grundverständnis gibt es eine Reihe von Einwänden, die hier auch schon entfaltet worden sind. Das möchte ich jetzt gar nicht weiter ausführen. Das aber die Friedensfunktion des Völkerrechts, die starke Betonung der territorialen Integrität der Staaten als ein Grundwert der Völkerrechtsordnung. Wir haben das heute Morgen von Ray Müllerson gehört. Tom Frank wurde auch schon angesprochen. Es gibt sehr drastische Publikationen von Tom Frank über den Postmodern Tribalism. Also die folgende Überlegung, die sich dann stellt, ist, wenn wir ein unbeschränktes Staatsgründungsrecht jeder Gemeinschaft anerkennen, die sich als Volk versteht, und wir das gleich als Gründung einer Eigenstaatlichkeit verstehen, liefe das auf eine infinite Zellteilung der Staaten hinaus. Meines Erachtens besonders wichtig ist allerdings ein systematisches Argument, nämlich ein systematisches Problem. Die Staatsgründung hat unweigerlich ein stark territoriales Element. Staaten sind Territorialkörperschaften. Wenn wir aber zunächst mal Selbstbestimmung, Recht der Völker, dieses Selbstbestimmungsrecht als ein kollektives Recht eines Personenverbandes verstehen, dann haben wir, Jochen hat das vorhin beschworen, im Grunde eine Antinomie zunächst einmal zwischen dieser Personenverbandskonstruktion und dem territorialen Element der Staatsgründung. Die Konsequenz ist, Träger eines äußeren Selbstbestimmungsrechts, also als Recht auf Gründung eines eigenen Staates, kann nicht einfach ein Personenverband sein, der durch gemeinsame Merkmale wie Religion, Sprache, Kultur,
kulturhistorische Erinnerung verbunden ist, sondern wir müssen ja den Sprung von Personenverband aufs Territorium schaffen. Und die Konsequenz können Sie in der modernen Selbstbestimmungsdoktrin sehen, die Abkehr von einem rein personenverbandlichen Verständnis des Selbstbestimmungsrechts hin zu einem territorialen Verständnis. Träger ist dann in der Konsequenz eigentlich nicht mehr das Volk in einem anthropologischen Sinne, sondern eine bestimmte historisch geformte Gebietseinheit. Nur dort können Sie kollektive Organisationen in staatlichen Formen durchführen, nur dort können Sie auch Referenden durchführen. Sie können nicht, wenn ich mein Beispiel hier nehme, gegründet werden. Und die Abstimmung muss letztlich auf ein Gebiet bezogen werden. Und ich will Ihnen das etwas demonstrieren an einer Karte, die ich von einem amerikanischen Kartografenhistoriker kurdische Abstammung übernommen habe. Die ist etwas falsch überschrieben. Das ist einfach für Mensch, sondern es ist eine Sprachkarte des iranischen Sprachzweiges, der indoeuropäischen Sprachen. Das Rote ist die kurdische oder die kurdische Sprache. Und Sie sehen da schon, man kann sagen, das ist territorial sehr komplex. Sie haben das Kernsiedlungsgebiet, das über drei Staaten erstreckt: Irak, Iran, Türkei, das Franz am Westen, die zentrale Türkei, die sehr stark aus, das schreibt den Ausläufer noch in Nordsyrien, das hat Ausläufer nach oben, nach Georgien, Armenien, Aserbaidschan, das ist eine große Sprachinsel in Nordiran an der Grenze zu Turkmenistan und es ist eine kleinere Sprachinsel, die bis an die pakistanische Grenze in Iran und auch unten ganz kleine rote Punkte nochmal nach Afghanistan, Usbekistan hineinziehen. Das heißt, wir haben letztlich 10 Staaten von der Territorial, also 3 oder 4, wenn Sie Syrien dazu zählen, im Kern betroffen. Insgesamt 10 Staaten, in denen kurdische Bevölkerungsgruppen leben. Das hier nochmal verbal formuliert. Also im Grunde 10 Staaten, die von einem solchen Unternehmen betroffen werden. Geschätzt werden ungefähr 40 Millionen Kurden, die Sprecher dieser Sprache der westiranischen Sprachgruppe sind, unterteilt in 4 Sprachgruppen. Da noch einmal konkreter demonstriert, auch hier kann man, ich arbeite viel mit Soziolinguisten zusammen, die würden wahrscheinlich aufschreien bei dieser Überschrift des amerikanischen Kollegen, war das eine Ideologie, Teil auch eine ideologische Konstruktion zu sagen, es gibt eine kurdische Sprache, die meisten Linguisten, die ich kenne, gehen davon aus, es gibt eigentlich 4 unter dem Dach der Kurdisch des Kurdischen, 4 Sprachen, dann jeweils mit lokalen, regionalen Dialekten, Varietäten, das ist Komanche oder eher als noch Komanche bezeichnet, das ist Sorani, das ist auch Komanche bezeichnet, Sasa, im Kernbereich des türkischen Siedlungsgebietes und Gulani an dem Südrand im iranischen Siedlungsgebiet. Also auch in sich eine relativ komplexe Landschaft. Warum habe ich Ihnen jetzt diese Karten gezeigt? Zunächst einmal darauf hinzuweisen, dass die Gründung eines kurdischen Staates die Kurdenfrage nicht systematisch lösen. Es blieb große, entweder wenn Sie sich auf das Kernsiedlungsgebiet beschränken, große Gruppen von Kurden außerhalb des Staates. Und je großzügiger Sie Inklusion betreiben zugunsten einer kurdischen Nation, desto größer wird die Zahl der Minderheiten, die Sie gleichzeitig einschließen müssen in diesem Gebiet. Das ist auch nichts Neues, das ist eine Erfahrung, die Siegermächte schon nach 1919 in der Neuordnung Südosteuropas und Ostmitteleuropas gemacht haben, dass sie da vor einem schwierigen Dilemma stehen, bei dem sie eigentlich im Grunde, wie sie es machen, es eigentlich nur falsch machen könnten. Für mich insofern die Konsequenz, ein äußeres Selbstbestimmungsrecht als Recht der Gründung eines eigenen Staates wird in der Völkerrechtsdoktrin systematisch, ich spiegel einfach nur den State of the Art wieder, als extreme Ausnahme verstanden, im Grunde ernsthaft nur in den Kategorien der Remedial Succession verstanden. Sie können das, wenn Sie meine Bemerkungen zusammenführen, vielleicht für den kurdischen Nordirak als territoriale Einheit in einer extremen Bedrohungssituation formulieren. Ansonsten wird es jedenfalls mit der herrschenden Doktrin relativ schwierig, die Gründung eines eigenen Staates anzunehmen. Ganz kurz zur Autonomie. Wir sind da bei der inneren Selbstbestimmung. Dieser Ansatz der inneren Selbstbestimmung harmoniert mit der Entwicklung im Nordirak. Da haben wir Selbstbestimmung der Kurden über eine weitgehende Autonomie, mit Besonderheiten, also den eigenen Streitkräften, die sie ja relativ selten in den
Wir haben den Streit über das Anrecht auf Erdöleinnahmen, die alte Regierung des Ministerpräsidenten Maliki hat dem Nordirak den ihnen eigentlich zustehenden Anteil an den Öleinnahmen mit den gesamtstaatlichen längere Zeit vorenthalten, mit dem Ergebnis, dass die kurdische Regionalregierung angefangen hat, selber Ölkonzessionen zu vergeben, was wiederum auf heftigen Protest der Zentralregierung gestoßen ist. Also da gibt es schwierige Streitpunkte, die aber letztlich dazu führen, dass die Kurden im Nordirak zwar mit der Idee eines eigenen Vollstaates einer Sezession liebäugeln, aber in ihrer konkreten Situation geopolitisch so abhängig sind von der Türkei, dass sie das im Grunde auf absehbare Zeit nicht ernsthaft verwirklichen können. Und im Grunde ähnliche Probleme stellen sich, werden sich auch im Kontext jeder staatlichen Neuordnung Syriens, wenn der Bürgerkrieg dann einmal zu Ende geht, man das wissen wir nicht, werden sich stellen. Auch da wird sich die Frage einer Föderalisierung mit institutioneller Regelung der kurdischen Autonomie im Nordosten stellen. Relativ realpolitisch unwahrscheinlich sind bislang Autonomielösungen in den beiden wichtigen Fällen Iran und Türkei. Man kann sagen, unter Kategorien einer Doktrin der inneren Selbstbestimmung wird sie da zwar Sinn ergeben, aber wie der Weg dann aussehen sollte, kann niemand so richtig sagen. Deswegen möchte ich kurz vor dem dritten, auch sehr kurzen Block, noch ganz kurz auf. Ganz kurz, bitte. Ja. Ganz kurz, bitte. Gut. Bitte möglichst kurz, bis Sie schon bei der Rede sind. In einem ganz kurzen Block auf die Minimallösungen eingehen, das ist die Frage des Minderheitenschutzes. Da die Standards sind bisher so sehr unterentwickelt im Völkerrecht, Artikel 27 bislang, wenn Sie die Praxis des Human Rights Committee ansehen, weitgehend von den Kulturen geblieben. Die Türkei hat zudem Artikel 27 durch einen Vorbehalt weitgehend in der Geltung ausgeschlossen. Wir haben im Grunde nur in Europa eine gewisse starke Verdichtung der Standards, einmal durch die OECD-Dokumente, Vorlagenerklärung und dann die beiden Europaratsverträge, Rahmenkonvention und Sprachencharta. Die Verträge spielen nur eine minimale Rolle für die Kurdenfrage. Das kenne ich aus der eigenen Praxis des Expertenkomitees für die Sprachencharta. Da ist zwar kurdisch eine geschützte Sprache, aber nur in Armenien. Da hat im Grunde ein minimaler, peripherer, abgesprengter Teil im Norden. Rahmenkonvention auch in Georgien. Die Türkei ist bis heute ein erklärter Gegner beider Verträge und entzieht sich trotz immer wieder Anmahnens selbst durch das Rassendiskriminierungskomitee der UN immer wieder in Forderungen zu ratifizieren. Und ich verspreche jetzt die Kopenhagen-Erklärung und Standards, die auch, man kann sagen, sehr minimalistisch sind im Grunde, trotzdem nicht verwirklicht werden, selbst in der Türkei. Ich habe mir in der Vorbereitung die Berichte des Human Rights Committee, des Komitees für den Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte und der Rassendiskriminierungskonvention angesehen. Wenn Sie da die Concluding Observations der letzten Zyklen ansehen, stellen Sie fest, da scheinen ganz massive Probleme der Diskriminierung dieser Bevölkerungsgruppe, jedenfalls im Iran und in der Türkei, auf. Und für die Probleme, die habe ich hier ganz kurz angedeutet, das war mein Schulbereich, Förderpflicht, Einbau des staatlichen Schulsystems, die Notwendigkeit der Medien in der Minderheitensprache. Und erwähnen möchte ich auch die Erfordernisse im Gesundheitssektor, die auch das Rassendiskriminierungskomitee aufbringt, dass sie, wenn sie einsprachige Bereiche haben, in denen die Bevölkerung nur Kurdisch spricht, sie geht in ein Krankenhaus, in dem nur die Amtssprache türkisch oder iranisch gesprochen wird, ist da einfach zu ganz massiven, auch tatsächlich Menschenrechtsproblemen dadurch kommt. Also insofern eine relativ desolate Lage für diese Situation. Man muss insofern, wenn ich dann an die Klausel aus der Friendly Relations Deklaration anknüpfe, die Herr Müller so erwähnt hatte, dann hat man das im Grunde als Frage, kann man wirklich von der Einhaltung der Minimalbedingungen für ein solches Volk ausgehen? Man kann klar sagen, das ist eine Schlussfolgerung. Es gibt kein unbedingtes Recht der Kurden auf eigenen Staat. Im Idealfall innere Selbstbestimmung über ausgebaute Autonomie. Aber als Minimallösung wäre noch ein ausgebauter Minderheitenschutz denkbar. Wenn der auf mittlere Sicht nicht gewährt wird, stellt sich die Forderung nach Eigenstaatlichkeit dann doch mit ganz anderer Dringlichkeit. Und insofern wird man offen sagen müssen, wir sind da letztlich in einem politischen Raum, dass Selbstbestimmung fungiert dann doch eher als politisches Leitprinzip. Und wie das sich auswirken wird, ist dann letztlich Teil des politischen Prozesses, der aber, man kann
also bei dem das der rechtliche Rahmen zumindest Anhaltspunkte gibt, wo die Probleme liegen. Vielen Dank. Being so disciplined, I would suggest